Einen wunderschönen guten Tag und welcome to the Luxus Kitchery, die wir hier bauen. Okay, pass auf, wir haben den Clean Stashes Problem. Es ist doch schön, dass das hier so schön aussieht, aber wir müssen ja mal ehrlich sein. Wir müssen hier auch eine Abzugshaube irgendwie was bauen, ne? So, hier wäre geil, wenn ein Toaster hinkommen würde. Ich habe da so eine Idee, was wir machen können. Zum Glück haben wir das ja schon, aber dafür müsste ich schon wieder ins Lager. Ja, wenn ich mir mehr Gedanken drüber machen würde im Vorfeld, dann wäre das natürlich viel klüger. Wir würden nicht so oft hin und her rennen. Ich hätte eine Schalker-Boxe, die gefüllt wäre. Aber ihr kennt mich ja, das läuft bei mir nicht, ne? Ich muss das spontan entstehen lassen. Das wusste ich gerade noch nicht. Und zwar brauche ich den Newton Widder-Skelett. Kopf. So, den hätte ich gern für den Anfang. Ich denke, was willst du denn mit dem in der Küche? Den brauchst du auch für den Widder zu spawnen. Ist mir egal. Oh ne, jetzt hängt die da fest. Moment, ich helfe dir mal. Bin schon. Komm. Danke. Gerne. Nicht danke. Du musst mir danken. So, pass auf. Fliegen wir schnell wieder rüber. In unser schönes Outdoor-Bett hier. Mit einem ausgespreizten Flügeln direkt ins Bett hier. Zack, lack. So soll das sein. Und dann rennen wir mal rüber. Weil ich habe so eine kleine Vermutung, dass das funktionieren könnte. Aber Moment, Moment, nehme ich auf. Ich nehme auf, das ist schon mal gut. Dann hast du schon die halbe Miete, weil hier haben wir ja noch ein bisschen Platz. Wenn wir den hier hinsetzen, können wir den nicht seitlich setzen? Kann man den nicht so setzen? Ja, guck. Jetzt guckt er zwar in die Richtung, aber Moment, Moment, Moment. Kann ich dich nicht einfach... Ah, scheiße. Ja, ich kriege ihn hin. Super. Jetzt sieht das aus wie so einen kleinen Toaster, Leute. Jetzt haben wir einen kleinen Toaster. Jetzt können wir dann auch so einen Druckknopf draufsetzen, wenn das geht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Er setzt ihn ans Fenster. Ich will ihn aber da draufsetzen. Nein, das geht nicht mehr. Ist egal. War ja ein Versuch wert, ne? So, hier haben wir den einen Ofen, den anderen Ofen. Das heißt, hier müsste theoretischerweise auch noch ein Stein hinkommen. Aber ihr könnt es da nicht übertreiben mit den Steinen, weil das ist immer noch ein Fenster. Jetzt gehen wir mal kurz mal auf die Säge hier. Und wir erstellen uns nochmal eine Treppe. Ich hoffe, das geht hier mit. Yes. Eins, zwei. Super. Theoretischerweise bräuchte ich ja auch drei davon, ne? Super. Und drei. So, dann haben wir die schon mal aufgebraucht. Das heißt, wieder ein Platz mehr im Inventar. Das wünsche ich eine gute Sache. Und dann gucken wir, dass wir unsere Modery-Küche hier mal irgendwie fertig kriegen. Also, ich würde da ransetzen, dann würde ich da ransetzen, ich würde hier ransetzen. Dann hätten wir hier so eine kleine Abzugshaube, ne? Geil wäre jetzt natürlich, wenn ich unter die Öfen Lagerfeuer setzen würde. Ich habe aber leider nur noch eine Kohle, was wiederum blöd ist, aber so ist das im Leben bei mir. Das läuft nicht immer alles so gut. So, man könnte jetzt aber hingehen, den Kühlschrank ein bisschen näher ransetzen. Dann könnte man zwar die Ecke des Beckens nicht benutzen, aber wir würden hier ein bisschen mehr Platz kriegen, für die Schränken aufzubauen, ne? Weil wir haben hier wirklich nicht so viel Platz. Weil ich wollte nämlich, haben wir das ein bisschen größer ausgedacht, dass wir... Moment, wenn ich dich so setze, dann klappst du so, ne? So, so. Aber ich hätte dich gern umgedreht. So. Super. Ist irgendwas runtergefallen da hinten. Mir egal, davon will ich nichts wissen. So, dann setzen wir euch so hin. Und dann würde ich hier nochmal Türen dran pappen. Ja, einmal shiften, sonst geht das nicht. Und hier ran. Und die hätte ich auch gerne dahin. Da können wir dazu klappen. Dann hätten wir hier noch zu, auf. Entschuldigung. Da, da und da. Und die wieder zuklappen. So, dann könnten wir dann hierhin den Kühlschrank noch komplett mit einfassen. Man sieht das gar nicht so schlecht aus. Hier könnte man tatsächlich eine Ablage machen. Eine Blume oder so, ne? Oder einfach eine Laterne. Haben wir nicht. Aber den Kühlschrank sieht gut aus. Hier oben haben wir noch Platz, wieder das draufzusetzen. Da, also das da, doch, es reicht mir. Hätte ein bisschen mehr sein können. Aber wir brauchen jetzt ein bisschen Licht hier rein in die Bude, ne? Pass auf. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich hätte gern ein Lagerfeuer. Ich brauche ein Lagerfeuer. Bitte habe ich irgendwo noch eine Kohle drin oder so. Nee. Kohle ist zurzeit unser größtes Problem. Eine türkische Schalker-Box, ne? Türkise Schalker-Kiste. Oh, guck mal hier, Kohle. Ja, perfekt. Dann brauche ich noch ganze Blöcke. Drei hätte ich. Super. Wie war das? Drei unten, Kohle in die Mitte und einmal da in den Block, ne? Aber ich bräuchte zwei und ich kann nur einen erstellen, weil ich nicht genug Holz mehr habe. Boah, das ist doch der Wahnsinn, wie das Holz uns weggeht, ne?
Ich weiß, ich muss das unbedingt off-cam machen, weil ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, eine ganze Woche mit mir zu farmen. Aber ich komme nicht dazu. Das ist mein größtes Problem. Ich bin überhaupt froh, dass ich es schaffe, die 3 Stunden, besser gesagt, die 6 Wochen, die 6 Stunden für 2 Wochen überhaupt zu produzieren. Das ist genauso, wie ich habe ja gesagt, ich will versuchen, die Videos kleiner zu machen, aber ich glaube, Leute, das ist fast nicht möglich. Das ist wirklich fast nicht möglich. Ich erzähle euch auch warum. Weil weniger Videos bedeuten zum einen, oh, das klingt zwar komisch, aber es ist ja genau die gleiche Länge an Videos, die ich ja dann produziere. Die müssen aber auch alle geschnitten werden. Ne? Und der Schnitt wird dann irgendwas, sage ich mal, auf eine Viertelstunde oder 20 Minuten runterzukürzen, das bedeutet unfassbar viel Aufwand im Schnitt. Und das wiederum bedeutet, dass ich 6 Stunden schneide und dann höchstwahrscheinlich nochmal 5 bis 6 Stunden im Schnitt sitze, für das runterzukürzen. Und dann habe ich noch weniger Folgen. Und das finde ich auch irgendwie doof, muss ich sagen, ne? Weil es ist einfach zu viel Arbeit. Und da bin ich gerade überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, es zu kürzen. Oder ob ich es einfach jetzt einfach weiterlaufen lasse, ne? Weil, ach, es ist doch schwierig. Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen... Ich kann mir überlegen, ob wir da die drüber ziehen, aber nein. Nee. Wo waren wir gerade? Lagerfeuer, genau. Du weg, du weg, du weg, du weg. Damit die Abzugshaube auch Sinn ergibt. So, so. Und dann die 2 Knüvis hier ran, ne? Super. Guck mal hier, das sieht doch geil aus. Vielleicht sollte ich nur einen anmachen. Weil sonst sehen wir den Kollegen ja nicht mehr hinten dran. Ja? Das war ja blöd. So, den Block richtig rum. Dann so. Genau. Das ist sonst, weil der Toaster geht ja sonst unter. Aber so ist cool. So ist cool. Kannst du irgendwie eine Kohle reinlegen, dass du... Ne, will nicht. Ne, du willst immer nur braten. Okay, das hätten wir schon mal so. Aber irgendwie, mir fehlt da noch was an der Küche. Definitiv. Also jetzt ist die Frage, was soll man noch hier ranbauen, damit das gut aussieht? Ich habe gesagt, ich brauche noch Licht. Eisen habe ich ja. Kurz mal raus. Hier hin, Klümpis. Wo sind meine Eisenklümpis? Die habe ich in der Kiste. In der. Jo. Und davon noch ein paar mehr. Dann dahin. Noch mehr Klümpis. Jo, noch ein paar mehr. Super. 63 schon wieder. Okay, so viel Platz hast du nicht. Egal. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Kann kommen, was will. Wir geben hier nicht auf. Wir ziehen das komplett durch. Fackeln da. Super. Super. Ei, schön aufgebraucht. Super aufgebraucht. Dann würde ich dich gerne hier hinpacken. Jetzt ist die Frage. Sollen wir vielleicht... Nee, nee, das lassen wir so. Das lassen wir so. Die klappt immer auf wegen der Druckplatte hier. Das gefällt mir nicht. Und wenn es so auf ist, gehst du mal zu. Dann entferne ich die. Sorry, aber... Ja, nee, das muss zubleiben. Also, das geht leider nicht. Ah, okay. Wo haben wir die Laterne? Nein. Die liegen draußen. Wo ist sie? Ach, die sind hier. Mach da Ocean auf. So, pass auf. Ich habe mal eine kleine Idee noch. Kann man Druckplatten auch irgendwo... Und oh, das finde ich aber schön, ne? So als kleiner Teppichvorleger. Aber da habe ich nicht genug davon. Okay, Laternen. Was haben wir gesagt? Eine da drauf. Geht nicht, weil die falsch steht. Das heißt, die müssen wir nach unten versetzen. Das heißt, die müsste dann dahin kommen. Genau. Und die Druckplatte, also Blödsinn, den Kollege müsste hier. Hier hin. Genau. Da soll er hin. Super. Und du kannst nur hängen oder kann ich dich auch jetzt da draufsetzen? Ja, stehend ist besser wie hängend.
Dann hätten wir da schon mal ein bisschen Licht. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Diese Ecke hier ist definitiv zu dunkel. Da könnten wir aber mal gucken. Eine hier auf den Kühlschrank. Das geht nicht wegen der da, ne? Ja, das heißt, hier kann man nirgendwo was draufpacken. Das heißt, die müssen wir wieder alle rausholen. Ah, das ist aber schon ein bisschen ätzend. Da ein bisschen Licht und da ein bisschen Licht. Da kommt hier noch eine Blume dazwischen. Haben wir noch irgendwo einen Behälter? Ja, haben wir noch. Nehme ich auf, alles ist super. Ja. Okay. Mmh. Oh, die könnte ich auch mal rausnehmen. Hier, was wollte ich gerade nehmen? Blumenpatties? Super. Habe ich schon irgendwo eine Blume? Die liegen oben. Die liegen oben im Gewächshaus. Das wissen wir ja. Ja. Dann der Blümchenpatty. So. Da kann ich keine draufsetzen, ne? Außer ich entferne die. Dann kann ich eine da draufsetzen. Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut, muss ich sagen. So, Frage. Ah, übrigens, hier habe ich schon so einen Azaleenbaum hingesetzt, weil ich das einfach schön fand. Aber ich will gerne den anderen setzen. Das heißt, den lassen wir gleich nochmal wachsen. Und dann wird das auch schön. In dem Fall will ich tatsächlich gerne einfach die zwei hier haben. Ja, doch. Ich glaube, die passen gut dahin. Eins, zwei. Super. Sieht doch mega schnieke aus. Hier ist die Ecke, ist mir noch zu dunkel. Klar. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt da bauen können, damit das dort heller wird. Die noch da rein. Ich bin stark. Oh, was machst du? Du musst laufen. Stark am Überlegen, ob wir das hinkriegen. Lass mal kurz überlegen. Hier nochmal den Hebel. Eins, zwei. Ja. Dann brauche ich ein bisschen mehr Platz in der Kiste. Das heißt, den Quarzblock kann raus. Die Wolle kann die jetzt raus. Die Rods hätte ich gerne wieder nach unten. Dann gehen wir mal nochmal kurz rein. Danke, danke, danke für nichts. Also hier wäre ja auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich da einen Hebel hängen würde und da einen Hebel hängen würde. Und hier dazwischen, nein, die Rods hängen würde. Bämsle. Ah, das ist vielleicht zu modern, ne? Das ist zu modern. Aber das würde vielleicht tatsächlich gut hier drüber hängen. Komm mal weg. Mach sie mal kurz weg. Wenn wir die übers Fenster hängen, so, wisst ihr? Und ich würde dann auch vielleicht nur nur eine reinhängen. Statt zwei. So, ne? Stehe ich im Weg? Stehe im Weg, oder was? Nee. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. So. Muss ich zwei freilassen? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Das kann nämlich sein, dass hier zwei frei sein müssen. Irgendwie lassen die sich gar nicht mehr setzen. Was ist denn? Was stört denn hier? War alles frei? Junge. Erklär mir das mal ein bisschen. Bist du wasserallergisch? Ist eine Allergie gegen Wasser? Nimm die mal. Und wenn wir die einfach so machen würden? Ach, die connecten da nicht, ne? Oh, das gefällt mir nicht. Aber wir brauchen da Licht. Wir brauchen... Also das Problem ist im Endeffekt, ich wollte es ja nicht so hoch bauen, aber jetzt wäre Stroh gewesen, hätte ich noch ein, zwei Blöcke höher gebaut. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber es ist trotzdem immer noch ein Blockhaus. Es ist ja kein großes Blockhaus an sich, ne? Ja. Das hier gefällt mir mit dem Wasser. Das gefällt mir auch, aber hier ist nicht genug Licht. Und was ist, wenn wir die hochkant hier hinstellen? Eine dahin und eine hierhin. Ja, ich glaube, ich finde es auch besser, wenn sie oben geteilt sind. So. Oder vielleicht nur zwei? Dass so Säulen sind? Dann müsste ja hier auch noch eine hin. Und hier kann ich keine setzen. Und hier auch nicht. Aber hier würde eine indirekt gut stehen, ne?
Nee, das ist so hingerotzt. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich wisst ihr, was ich meine. Und ich mir da eine hinsetze? Aber das sieht so aus, als wäre das in der Abzugshaube, ne? Und so? Nee, das geht auch nicht. Aber ich fand die Idee aber jetzt so gut mit den Hebeln. Aber das hier... es passt einfach nicht. Nee, das ist auch zu niedrig. Die müsste viel höher hängen, damit das moderner aussieht, ne? Und was wäre, wenn wir... pass auf. Ich habe mal noch eine Idee. Mach die mal weg hier. Wir müssen jetzt mal den Tisch hier bauen. So, das lassen wir mal so. Also den Tisch hätten wir ja hier hin. Und ich möchte gerne... Lass mal überlegen. Ich möchte gerne was sehr, sehr, sehr Modernes bauen. Ich habe dafür aber nicht genug Steine dabei. Also hätte ich schon, aber das reicht mir noch nicht aus. So, jetzt gehen wir noch schnell mal schlafen. Ah, es ist noch nicht komplett das Muster, ne, im Kopf. Nee, es muss erstmal noch gebaut werden. Da muss noch erstmal was entstehen. Also, kann ich dich... Ne, Bruchstein kann man hier nicht drauf verwerten, ne? Außer, ne, das ist mir, ne, 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 das muss schon mindestens einmal durchgebacken sein. Das ist ein Muss. Ich habe aber noch Kohle. Doch, ich habe doch noch Kohle. Komm, back mal durch noch ein bisschen hier. Genau, back die mal durch. Und dann ist die Frage, das hier ist... Ah, ja. Schwarzer Stein. Ich gehe mal gucken, was ich aus dem bauen kann. Weil wenn ich den auch glatt machen könnte, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ah ja, polierter. Hier sind Stufentreppen. Ist das alles? Das ist alles. Mach mal 1, 2, 3, 4 davon. Super. Weil ich will ja noch meine Theke hier bauen, ne? Also den Tisch. Die Frage ist, baue mal hier eine Theke dran? Also die so hier geht? Oder baue mal einen richtigen Tisch in die Mitte? Und sagt hier zwei breit. Also dann müssen die hier stehen, hier, damit wir hier noch durchlaufen können, ne? Hier kommen die Sitze hin. Das kann auch sein, dass wir das gar nicht so bauen können, wie wir uns das vorstellen. Müssen wir jetzt mal gucken. Also... Das hier wäre die eine Ecke. Jo. Und das hier wäre die andere Ecke. Das ist eine zu große Tafel. So. Das könnte was werden. Wir gucken einfach mal, ne? Weil jetzt müssen wir ein bisschen moderner werden, Leute. Wir sind gut unterwegs, aber den nehmen wir auch noch mit. Aber noch nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Aber so ist das. Man müsste theoretischerweise erstmal die Deko planen. Wo sind wir in der Aufnahme? Sind doch gut. Wir müssen erst die Deko planen und dann erst den Rest. Ja? So, das hier reicht auf jeden Fall aus. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Hier würde ich den Tisch so machen. Die Tafel steht mir an sich ein bisschen zu weit... hier hin. Aber so wird es immer zu klein, glaube ich. Aber wir müssen halt mit dem Platz arbeiten, der da ist. Ne? Da habe ich jetzt schon dreimal gesagt und jetzt muss ich mich auch mal langsam dran halten. Dann wird es halt ein kleiner Tisch. Zwei Stühle hier, zwei auf der anderen Seite. Schade, dass wir es nicht diagonal setzen können. Ne? Aber hier will ich mal den Platz auf jeden Fall lassen. Das hier würde auch noch gehen. Okay, jetzt brauche ich mal den Webtisch hier. Den setze ich mir einfach mal kurz vorübergehend hier hin. Weil wir müssen jetzt... Wo ist denn die Wolle? Wir gehen raus. Ich glaube, die haben schon die Kiste gelegt, ne? Hier? Nein. Da? Nein. Da muss die gelbe sein. Da ist sie. Quarzblock? Hier, Wolle. Da. Okay, dann bräuchte ich noch Farbe. Rote. Weil wir wollen ja... Orange haben, ne? Müssen wir was essen, wenn es geht? Ja, mit dem Lichtfeld, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man noch irgendwie Licht in die Küche reinkriegen. Man könnte jetzt natürlich irgendwo einen Block raushauen, eine Fackel hinten dran setzen und
ja, so dann irgendwie indirekt dafür sorgen, dass wir Licht kriegen. Aber das will ich. Moment. Wie viel Eisen wir haben, ey. Wir sind richtig rich, Kid. Und das nur, weil wir hier aktiv sind, ne? Wahnsinn. Komm, gib mal Gas. Wenn ich den ganzen Tag seid. Und ihr auch nicht. So, pass auf. Hier. Roter Farbstoff, Bämsle. Dann daraus machst du jetzt orangen Farbstoff. Ja, reicht mir. Dann willst du gern einen Teppich machen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ich weiß halt nicht mehr, wie viel aus einem Teppich entsteht. 3. Ja, okay, dann mach die mal 12. Das wäre schon mal gut. Dann hättest du... Ich habe eine Idee. Also ich wollte es anders bauen, aber ich habe eine Idee. Wenn das hier funktionieren würde, habe ich noch die Falltüren. Super. Ich probiere mal was. Ich wollte es ein bisschen anders bauen, aber wenn, dann hätten wir Licht in der Küche. Wenn es funktioniert. Die sind zu hoch. Die sind zu hoch. Wir wollen es gar nicht versuchen. Die sind zu hoch. Ich zeige euch gleich die Stühle, die wir bauen. Es geht nämlich um die. Dann brauche ich dich da. Dass du fliegst da mal rein. Danke. Dann bauen wir uns mal die Stühle. Danke. So, pass auf. Wir bauen mal einen Stuhl hier und einen Stuhl da. Ah, ich muss die höher bauen, weil die sind genauso hoch, ne? Ja, nee. Und was wäre... man immer überlegen alles muss. Also theoretischerweise müssten wir das hier höher bauen, damit der Plan aufgeht. Weil ich wollte jetzt so einen Stuhl bauen. Aber dafür müssen die Verhältnisse hier größer sein. Ne? Guck mal hier, der Stuhl sieht an sich mega aus, aber der steht zu hoch. Die Frage ist, was wäre, wenn wir das in den Boden bauen? Ne? Also ich baue es einmal dahin. Man könnte ja diesen einen Block hier aus Holz bauen. Pass auf, ich mach das mal. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Ja, die brauche ich alles. Aber das wird alles zu hoch. Das ist das Problem, ne? So, dahin. Super. Dann könnten wir hier ein Stäbchen reinsetzen. Siehst du, dann schließt er auf den Boden. Dann siehst du auf dem Boden. Das ist immer so ein bisschen blöd, ne? Ja, man müsste die Theke 2 hochbauen und die Räume mindestens 6. Dann sind die Häuser zwar wesentlich größer. Schade. Hätte ich gehofft, das würde klappen. Und Endrod ist auch so hoch. Das ist immer ein Block hoch. Ach, das ist aber bitter, ne? Habe ich mir was Gutes einfallen lassen da, weil das aber nicht aufgeht. Ja, dann bleibt uns nur noch die Möglichkeit, ganz klassischen Blödsinns-Dings zu machen, ne? Dann machen die Deko drauf. So. Das ist meine Deko. Laterne. Können wir auf jeden Fall noch eine da hinsetzen. Da würde ich noch eine hier hinsetzen, da kann die noch weg. Hier ist die Garderobe. Ja, das ist immer so blöd, wenn man so eingeschränkt ist, ne? Ich wollte aber jetzt keine blöden Treppen da hinsetzen. Die haben wir schon 1000 Mal dahin gebaut. Und was wäre, wenn wir einen halben Slab als... Das sieht auch beschissen aus. Aber man könnte jetzt sagen, hey, du machst einen halben Slab und hinten dran machst eine Falltür. Weißt du? Dann hast du sowas. Aber vielleicht können wir einen anderen Stein benutzen. Was kann man denn benutzen? Oh, ich habe vielleicht eine Idee, dass man vielleicht den Schwarzstein benutzen. Als Slab. Slabity Slab. Das wäre gut, glaube ich. Hier? Nee, ich hätte den wenn dann gern glatt, ne? Oder? Nimm mal ihn so. Nee, ich glaube, ich will ihn glatt nehmen. 4 Stühle reichen aus. Immer wieder neue Rezepte. Habe ich alles dabei? Jo, hast du. Super. Ja, wenn man im anderen Maßstab in Minecraft baut, ne? Einfach alles doppelt so groß, dann funktioniert das auch, ne? Aber so ist das halt ein bisschen blöd.
Weil das wäre dann zu hoch durch einen Block. Man könnte jetzt sagen, das ist ein Hocker. Ne? Dass man so eine Stehküche macht, aber dann müsste das hier einen halben Block, also einen Block nach oben stehen. Das ist immer das Problem. Aber das sieht aber gut aus. Das kann man machen. So, dann würde ich hier eins setzen und da einen Stuhl setzen. Nein, ich wollte nur eine. Wir müssen halt das nutzen, was da ist. Ne, das wissen wir ja. So, und dann hier noch. Erstmal. Einfach so klar, dass du dich falsch setzt. Erstmal den, dann den Rest. Erstmal den. So. Super. Doch, kann man so machen. Wenn ich das frage, warum der Knopf da ist. Ich habe keine Ahnung, Leute. Er ist einfach da. So, und dann wünsche ich mir hier gerne. Oder wir bauen hier noch so einen kleinen. Ja, das kann man machen. Und dann würde ich hier gern ein paar Ablagen noch bauen. Super. Und du klappst runter, ne? Super. Das ist schön. Dann, was ist denn mal hier ein Banner vorne dranhängen? Dann hängt das doch so ab, ne? Dass wir da noch so was versteckt hätten. Das ist schön. Wollte ich eine Vergrößerung der Küche machen, hier mit diesen Steinen, dass wir die vorne noch ein bisschen so abhängen, das Handtuchhalter oder so. Aber hier haben wir immer noch das Problem vom Licht. Und kann ich das nicht irgendwie so bauen? Und hier eine Rod dazwischen setzen? Ich probiere es mal. Ich gehe noch eine holen. Aber ich glaube, das wird schon nicht gut aussehen. Allein, weil da nur eine ist und überall stehen zwei, ne? Er will nur, wenn zwei dazwischen sind. Witzig, ne? Er will das nur, wenn zwei dazwischen sind. So funktioniert es. Aber was wäre, wenn man dann tatsächlich einfach sagt, hey, hier machen wir eine Ausnahme und wir machen es nicht hundertprozentig geil, weil es einfach nicht geht. So. Aber wer würde hier so kochen? Kein Mensch. Kein Mensch. Und wenn wir es so machen, sieht auch bescheuert aus, sieht wie Hörner aus. Und von oben sieht aus wie Laserstrahlen. Nee. Also dann, ganz im Ernst, schlicht und einfach. Was ist, wenn wir ein offenes Feuer da hinten dran setzen? Ist zu hoch. Ist zu hoch. Baum ab. Und kommt klassisch eine Laterne hin. Fertig, aus. Aus, die Maus. Es hat sich ausgedingst. Ja. Aber das hier finde ich schön auch immer mit dieser Druckplatte. Was ist denn das für eine? Eine Schwarzeiche, die müssen wir noch bauen können, ne? Und was ist, wenn wir hier noch den davor setzen, dass der so zumacht? Ne, so aus Schrank? Ja. Nee. Nee. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. So, pass auf. Wenn ich aber jetzt einmal schlafen gehen würde, dann wäre das schon mal nicht schlecht. Wo sind wir? 28 wieder. Eieieiei. Die Zeit rennt. Sie rennt. Was ist das halt? Kannst du nicht machen. Sollten das Bett einfach mal mit rüberholen, ne? Da wir ja eh immer da hinten sind. Was haben wir hier noch drin? Nichts, was wir brauchen können. Schade. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt im Kopf. Aber so ist das, ne? Das ist so ein Entstehungsprozess während dem Bauen. Das reißt einen dann mit. Und wenn man es dann bauen will, dann reißt es einen ab. So ist das. Pass auf. Und was ist, wenn ich hier einfach entstehe? Macht irgendwie keinen Sinn, ne? Kann man Teppich auch stacken? Nein, kann man nicht. Schade, hätte ich gehofft. Was wollte ich jetzt gerade nochmal machen? Für das Bett holen, für das hier reinzusetzen einfach mal, ne? Dass man nicht immer so weit rennen müssen. Das ist schon mal eine gute Sache. So, setz das einfach mal dahin. Da kommt es ja eh hin. Hatte ich nicht gesagt, es kommt eins nach vorne, wenn wir da eine Wall bauen? Ja, ne? Hat der noch auf dem Schirm? Dann wieder raus, dann wieder an den Tisch. Hast du Schwarzeiche? Nö, musst du Holz wieder nehmen. Mit drei kriegst du eine hin. Aber lieber eine wie keine. Nein. So war's. Super. Ja, halt den Block. Kann eh nichts mit dir anfangen. So. Was ist, wenn ich die zwei da hinstelle? Oh, das ist aber schön. Irgendwie. Aber ich wäre froh, sie würden connecten.
Ah, oh, it was complicated, Leute. It was complicated. So. Nee. I'm not amused. Aber ein brauner Teppich vielleicht. Es soll im Endeffekt nicht so nach Teppich aussehen. Es soll so als Erhebung aussehen. Ja, das ist es ja halt. Aber das hier kann man machen. Kann man denn hier noch einen Teppich drauflegen? Nein, auch. Nee. Nee. Aber das da, das geht. Ne? Also hier muss noch das seht ihr, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir morgen. Muss ja noch dekoriert werden. Ne? Aber es ist okay, aber da fehlt mir noch massiv irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas fehlt mir noch. Es ist okay. Das könnte besser sein. Also egal, finden wir morgen aus. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.